Ja, servus die Maulen und grüß euch die Buben. Ja, brauche ich nicht mehr begrüßen, brauche ich nicht mehr das Leberl sagen. Aber nein, das mache ich ja gern mit euch, Freunde. Und bin da heute in Wulfstal hier unten, so ein kleines Waldgebiet. Da ist so ein kleines Jagdhütterl mit einem Swimmingpool, eh schon lange nicht mehr aktiv. Da möchte ich jetzt ein bisschen um mich umzischen. Schau ich mir da alles an und dann na, schauen wir, was wir sehen. Gehen wir es mal an. Ja, ich gehe da gerade so ein verwunschenes Wegerl. Und wenn mich nicht alles täuscht, schaut da vorhin schon die erste Jagdhütten, Vierer, glaube ich. Schauen wir hin. Ja, da haben wir jetzt das Anwesen. Das ist ein länglicheres Gebäude. Und da ist noch ein kleines. Jede Menge Krickeln da oben, Fensterläden offen. Ja, da oben noch ein schönes Geweih, das zeige ich auch noch näher. Schönes Geweih. Da hängt jede Menge Krickel an der Wand. Da neben der Tier auch. Ja, da haben wir einen Blick auf das Gebäude. Alles gesichert wie Fort Knox. Da hinten noch ein schöner Brunnen, zeige ich euch gleich näher, und ein Swimmingpool. Ja, da hinten habe ich den Brunnen jetzt eingefahren und da das Swimmingpool. Ich glaube, das hat auch schon bessere Tage gesehen, aber ja, neuer Anstrich und auf ins Wasser. Also wie es ausschaut, wächst da schon einiges drin. Das glaube ich jetzt nicht, da liegt der Reh. Das lässt die Sonne nicht, das muss was haben, sonst war schon lange davon gerannt. Irgendwas ist mit dem, da stimmt was nicht. Wartest du auf die Mama? Ha? Also ich greife es sicher nicht an. Da kommt sicher die Mama her und holt es an. Ich will sie jetzt gar nicht weiter schrecken. Ich vertschüss mich wieder. Also man kann es da hinten nach links sehen. Warum es sicherlich, ich weiß wirklich nicht, was los ist. Verletzungen sehe ich keine, aber ich muss da jetzt weiter, aber ich komme da noch mit retour. Es tut mir echt weh, ich kann das gar nicht mit anschauen. Aber es dürfte okay sein. Es liegt nach wie vor da vorne. Jetzt schaut euch einmal die vielen Baumschwammerl an. Ein Wahnsinn! Boom voll! Alles voll mit Baumschwammerl. Das habe ich auch noch nie gesehen. Der da oben ist ja ein richtiger Riese. So, bis daher wollte ich eigentlich gehen, weil es ist da eine Halle. Ich habe das nämlich gesehen auf Google Earth. Oder besser gesagt Google Maps. Da mache ich das meiste und lasse mich dann routen mit Komoot. Und ja, jetzt sehe ich aber gerade da vis-à-vis geht der Weg rein. Der ist gar nicht einzeichnen. Der sollte da zur Donau führen. Da will ich da jetzt gar nicht mehr zurückgehen. Ja, kleine Anmerkung. Mir ist gerade ein Jäger entgegengekommen, den habe ich aufgehalten und habe ihm das gesagt, dass da vorne ein Reh liegt und er ist am Weg dorthin. Schauen wir mal. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich natürlich nicht angegriffen habe. Und er hat auch gemeint, sie haben da in den letzten Tagen ein paar Mal ein kleines Kind zum Dummrennen gesehen. Ja, war eine, vielleicht ist die Mama da erschossen. Hartes Leben. Gut, ich gehe da jetzt durch. Und ich hoffe, dass er bis zur Donau geht.
Ja, da ist zwar der Weg als Ende erzeichnet, aber da vor mir war einer. So, jetzt haben wir 12, also eigentlich schon viel Land. Mein Hunger habe ich keinen, ich habe mir auch nichts mitgenommen, aber ein Käfchen, glaube ich, war angesagt. Da schmeiße ich mich da jetzt ein bisschen in den Wald rein, oder? Ja, da werden wir sicher was finden, schaut gut aus. Da bleiben wir, heute gibt es ja wirklich noch einen schnellen Kaffee. Ah, Notkocher 71 und das reicht vollkommen. Und los geht's. So, und in der Zwischenzeit, bevor das Käfchen fertig ist, schnitzen wir noch schnell einen Löffel. Ah, so, fertig ist er. Ist ja gut gelungen, oder? Keiner Spaß, natürlich habe ich den mitgenommen von daheim. Der ist schon fertig, mein Baby. Perfekto. Jawohl. So, jetzt spielen wir noch Feuerwehrmann. Und löschen wir den noch auch. Einfach was draufstehen und aus ist. Jo, Freunde, Krankensaison gesunden, ich grüße euch wie immer. Wetter ist wie immer noch ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Wir haben heute den, wenn wir kurz umschalten, heute den 27. Oktober. Wir haben locker über 20 Grad. Prost, Freunde. Das ist kein goldener Herbst, das ist ein platinener Herbst, glaube ich. Oder der Diamantene, was weiß ich. Ja, ich glaube, ich habe noch einen mit. Ja, einer war, ist ja fad. Zwei sind gar nichts, drei waren besser, aber ich habe nur zwei mit. Nein, das sollte reichen. Ist ja nur, wenn der kleine Hunger kommt. Ich meine, das ist bei mir ewig da. Nein, 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 nicht. Bei dem Körperbau, wie soll es anders sein? Na, das ist mein Weiß. Hm? Auch gut. Ja, auf der einen Seite würde mich schon interessieren, was mit den Rehen passiert ist. Ob es der Jäger mitgenommen hat und aufpäppelt. Ob er es lassen hat. Alle Fälle so noch, wo ich auch noch keins gesehen. Das sind Sachen, das. Ja, das kannst du nicht draußen erleben. Drinnen nicht. Ja, auf alle Fälle, ich trinke aus, pack wieder zusammen. Bin ja nicht zum Spaß da. Jetzt sind wir gleich bei der Donau unten. Dann geht es den Treppelweg entlang, so eine kleine Runde aus. Jetzt gehen wir eine Zeit lang neben der Donau. Und dann gehen wir da wieder zurück, da soll es ein kleiner Teich sein, Tümpelchen, weiß nicht, wenn er schon austrickert ist. Gesehen habe ich in Google Maps, schauen wir vorbei. Wenn es einen gibt, ist gut, wenn nicht.
Nicht so gut. Der Indianertrick. Gehen wir. Ja, jetzt haben wir es an die Donau geschafft. Da oben ist wieder Devin dann. Ja, weiter. Ja, schöner Kiesstrand. Ja, wer braucht da die Malediven? Ich hab die Donau. Ja, alles austrickert da. Komplett niedriger Stand von der Donau. Da ist eine kleine Fischerhütte, die ist eh schon ziemlich verfallen. Mit der Daum oder wie die heißt. Aber der Pech, da ist kein Wasser unten drin. Das ist ein kleines gemütliches Waldwegerl, supi. Ja, Freunde, sowas wie da seht ihr natürlich hinter dem Schreibtisch daheim nicht oder hinter dem Computer. Oder doch, vielleicht hinter dem Computer schon, aber dann müsst ihr mich abonnieren und ich zeige euch das. So, jetzt habe ich den Tümpel auch gefunden. Der Reh habe ich zuerst auch noch aufgeschreckt. Klar, in den Gebüsch siehst du natürlich gar nichts, das war schneller weg als ich. Ich schaue, ob ich noch rascheln gehört. Ja, wenn wir schon da sind. Schauen wir halt zum Wasser rüber. Ha, wirklich ein Tümpelchen, ein bisschen was ist noch da. Ja, da drüben sieht man Steinbruch von der Slowakei. Und ja, es ist da halt im Augenblick nicht wirklich irgendwas Aufregendes. Ich gehe da jetzt wirklich neben die Felder, seht ihr, da ist eigentlich nichts zum Zagen. Ja, weiter geht's. Ja, das gibt's ja gar nicht. Da ist noch Sonnenblumenfeld. Da sind alle noch gelb. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja, Freunde, das war's heute einmal wieder von der Tour. Das Highlight war heute sicher das Bambi. So was sieht man nicht alle Tage. Ja. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und servus die Malen und pfiat euch die Burm. Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.